1000 Kilometer vor der afrikanischen Küste, im Atlantik, liegt Santiago. Vor 500 Jahren entdeckten die Portugiesen die unbewohnte Insel. So abgelegen, dass sie das ideale Gefängnis war. Für afrikanische Sklaven und europäische Sträflinge. Cidade Velha, die alte Stadt. Sie wurde 1462 zur ersten von Europäern bewohnten Stadt in den gesamten Tropen. Sieben Festungen schützten die Siedlung am Ende der Welt. Massive Bauwerke, um den Wohlstand des portugiesischen Weltreichs zu schützen. Charles Akibode von der UNESCO kämpfte dafür, dass die alte Stadt zum Weltkulturerbe wurde. Denn hier erfand man den weltweiten Sklavenhandel. Cidade Velha war das Zentrum des Handels mit afrikanischen Sklaven. Als die Portugiesen an der afrikanischen Westküste ankamen, haben sie zuerst Handelsstationen gegründet, um Sklaven zu fangen und sie nach Europa zu verkaufen. Aber die ursprünglichen Bewohner der Gegenden haben diese Stationen angegriffen, um ihre Eltern und Freunde zu befreien. Das heißt, die afrikanische Küste war kein besonders sicherer Ort für die portugiesischen Händler. Die Entdeckung der Kapverden, die keine großen Reichtümer hatten, brachte sie dann auf die Idee, hier ein sicheres Handelszentrum aufzubauen. Für den Handel mit Sklaven. Man kann sagen, dass Cidade Velha der Ground Zero ist. Hier begannen die Portugiesen, ein neues Konzept umzusetzen. Die Kommerzialisierung, will heißen, die Ausbeutung ihrer Ländereien. De l'exploitation de l'espace, de la rentabilisation de l'espace. Die Portugiesen hatten ein Weltreich aufgebaut und wollten daraus Kapital schlagen. Das war der Anfang der Plantagenwirtschaft, die auf billigen Arbeitskräften fußte. Afrikanischen Arbeitskräften, die auf Santiago im großen Stil zwischengelagert wurden, auf ihrem Weg in die neue Welt. Cidade entwickelte sich zur reichsten Stadt des Império Português, mit über 3 Dutzend Kirchen. Die älteste intakte ist die Nossa Senhora do Rosário von 1495. Sie spielte eine wichtige Rolle bei der Wertsteigerung von Sklaven. Wenn ein Sklave nicht getauft war, war er nicht besonders wertvoll. Also haben alle Kirchengemeinden, die es in Portugal gab, hier Kapellen eröffnet, um Sklaven zu taufen. Nicht nur, um den Preis der Ware zu steigern, sondern auch, um Gebühren einzunehmen. Die Taufen waren also vorrangig keine geistlichen, sondern vor allem ökonomische. Nach damaliger Sichtweise war das alles andere als anrüchig. Man rettete unbezahlbare Seelen gegen eine kleine Aufwandsentschädigung. Der Schauplatz dieses Deals wird heute aufwendig restauriert. Zurück in den Zustand, den die Sklaven erlebten, als in diesen Mauern ihre Seelen befreit wurden und sie sich als Neuchristen fast frei bewegen durften. Man muss die mittelalterliche Denkweise verstehen. Sklaven wurden nicht eingesperrt, sondern liefen frei herum. Man konnte nicht von der Insel flüchten. Also musste man, um die Sklaven unter Kontrolle zu haben, nur die Wasserquellen kontrollieren. Wer Durst hat, muss trinken. Und das ging hier nur an den Wasserstellen im Canyon, die streng bewacht wurden. Inseln wie Santiago wurden wegen ihrer Abgeschiedenheit immer auch gerne benutzt, um unliebsame Mitbürger wegzusperren und zu isolieren. Am verborgenen Ende der Welt.
Ganz im Norden, von hohen Bergen vom Rest der Insel getrennt, findet man unweit der Küste den Friedhof des Campo de Concentrao do Tarrafal, des Konzentrationslagers. Hier wurden die Opfer der Diktatur des Estado Novo, des neuen Staates Portugal, verscharrt. Das Lager wurde 1936 errichtet. Es war das Campo do Morta Lenta, das Lager des langsamen Todes. Bis 1954 war es eine Strafkolonie für Regimegegner, deren Wärter im KZ Dachau ausgebildet worden waren. Im Kolonialkrieg 1961 wurde es wieder eröffnet, um diejenigen wegzusperren, die in Westafrika für ihre Unabhängigkeit von Portugal kämpften. Auch dieser Ort ist heute Weltkulturerbe. Als Mahnmal gegen die Unmenschlichkeit, unter der beide Seiten, Europäer wie Afrikaner, gelitten haben. Charles Akibude trifft Mario Loff, der die Geschichte des Lagers aufarbeitet. Unter anderem die des sogenannten Kühlschranks. Der Ort hier muss wirklich schrecklich gewesen sein. Sie nannten ihn ironisch den Kühlschrank oder Holandinha, die Schwitzbox. Die Leute waren hier in Gruppen eingesperrt, in der Hitze, der Luftfeuchtigkeit, der Enge. Viele wurden krank. Und litten im tropischen Klima Höllenqualen. Man wollte die Menschen brechen und man wollte sie sterben lassen. Unter den aufgeheizten Wellblechdächern. Zum Stehen war es zu niedrig, zum Sitzen zu eng. Die meisten Insassen starben an Dehydrierung, Malaria, Tuberkulose oder anderen Infektionskrankheiten. Die Krankenstation war lediglich dazu da, die angeblich natürlichen Todesursachen festzustellen. Behandelt wurde nie. In den 2000ern begann die Restaurierung der Ruinen, die immer noch im Gang ist. Ständig finden die Mitarbeiter noch Originalteile, dank derer das ursprüngliche Bild wiederhergestellt wird. Hinter dieser Tür wurden die afrikanischen Freiheitskämpfer eingeschlossen. Es ist noch alles da, bis auf die Menschen, die hier ihr Leben verloren. Die Arbeit wird noch Jahre dauern und es gibt noch viel zu erforschen. Verglichen mit anderen Strafkolonien ist Tarrafal kaum bekannt. Die Taktik, am Ende der Welt ein Straflager aufzubauen, was vor den Augen der Welt verborgen bleibt, hat lange funktioniert. Menschen wie Charles und Mario haben angefangen, den schwarzen Fleck in der Geschichte Portugals aufzuhellen. Das Konzentrationslager von Tarrafal ist ein Symbol. Nicht nur für die Kapverden, nicht nur für Afrika, sondern für die Welt. Man muss bedenken, in der europäischen Geschichte hielt man Inseln immer für ideale Gefängnisse. Von denen Tarrafal der Höhepunkt und Endpunkt zugleich war. Die letzte Kolonialmacht, die gleichzeitig auch die erste war, die an der afrikanischen Küste gelandet ist, ist Portugal. Und Portugal war das erste Land überhaupt, das jemals von den Vereinten Nationen verurteilt wurde.
wegen dieses Konzentrationslagers. Und sie waren es auch, die als Letzte ihre Kolonien aufgegeben haben, nach der Nelkenrevolution. Eine Woche später, am 1. Mai 1974, wurde das Tor geöffnet. Und das Lager war endgültig befreit. Als Letztes in einer langen Geschichte, in denen die Kolonialmächte Inseln als Strafkolonien nutzten. Santiago war das Letzte und gleichzeitig das erste Naturparadies, das in eine Hölle auf Erden verwandelt wurde. Und damit unfreiwillig den Grundstein legte für eine eigene, lebendige Kultur, die heute vom Atlantik bis in den Pazifik als Inbegriff der unbeugsamen Lebensfreude gilt.